Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem wunderschönen Wetter in Minecraft. Ja, wir bauen fröhlich weiter, würde ich mal meinen und sagen. Ich brauche was zu essen, schön langsam. Und, ich denke, ich werde mir hier so einen Bärenstrauch opfern oder zwei vielleicht. Und zwei von diesen Beeren. Dann hau mir die einfach mal runter. Achso, die muss ich anpflanzen. Okay. Die darf ich anpflanzen. Wahrscheinlich dann die Beeren looten oder was. Wahrscheinlich. Ist das so gemeint. Na gut. Dann essen wir halt nur die Beeren, was eh logisch wäre. Es wäre etwas komisch, wenn man den ganzen Strauch essen könnte. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. So, ein kleines bisschen. Gegen den Hunger. Wir sind ja Damen. Wir müssen immer schauen, dass wir hungrig sind, ja. Damit wir unsere Figur beibehalten können. Ja. Das verstehen manche Leute nicht. Hoppla, was mache ich da? Das verstehen manche Leute nicht, wie wir das tun können. Das geht ganz einfach. Nicht an den Hunger denken. Ja. So. Und. So. Jetzt müsste ich mich nochmal hier runterbuddeln dürfen. So. Wobei, warte mal. Eigentlich schon, ja. Den einen muss ich leider wegtun, damit wir hier die Leiter anbringen können, die ich noch nicht fertig gebaut habe, fällt mir gerade auf. Kann ich jetzt hier schon rauf? Klappt das? Noch nicht, ne? Aber jetzt, ne? Jawohl. So, ein paar Leitern wäre nicht schlecht. Stimmt, da hat ja noch was gefehlt. So, da la, so, da la, da, 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 da. Damit wir wenigstens etwas angenehmer hier in unser Häuschen kommen tun. Da. Ich glaube so, 1, 2, 3. Das dürfte mal passen. 9 Stück. Ah, machen wir lieber noch was. So. Ei. Jo. Ja. Ich habe die Axt vergessen. Verdammte Axt. Mit der geht's ja besser. Ich habe keine mehr, deshalb habe ich sie vergessen. Aha. Aha. Natürlich, das ergibt Sinn. So und so. Ach, komm. So, zuerst wieder das. Dann hier. Dann so. Dann das. Und fertig ist sie. Tada. Sehr gut. So. Hui. Runter mit uns. Na, geht schon. Du kannst das. Mädchen. Geht ja. So. Da halt. So. Das würde hier hingehören. Ja. Das bauen wir so. Oh. Jo. Das geht. Das würde gehen. Super. Gut. Wir sind schwer bewaffnet. Und was machen wir eigentlich? Was möchte ich gern? Ich brauche die Spitzhacke. Für den Fall der Fälle, dass ein Stein über den Weg läuft. Ah, das ist ja schon viel besser da. Schau mal. Hui. Das ist ja schon viel besser. So, die Hacke spitz und die Schaufel spitz nehmen wir auch mit. Dann wäre es gut, noch ein paar Schwammerl zu finden. Und vielleicht den gelben Holunderbusch nehme ich auch mit. Die Schwammerl aber lasse ich da. Ja, das ist, glaube ich, schlau. So, Obst, Leiter nehme ich mit. Matsch, bin mir gerade nicht sicher. Jo. So.
Ah, viel angenehmer. Müsste stehen bleiben. Eigentlich schon, ne? Damit es besser ausschaut. Mhm. Jo, da können wir eben mal eine Stufe oder so dran bauen. So. Ohne Shade, es ist wirklich momentan sehr angenehm. Es tut mir wirklich leid, dass das gerade nicht besser geht. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. So. Ein Creeper. Jetzt kann ich den Mistkerl nämlich auch mal bekämpfen, ohne dass ich draufgehe vielleicht. Ha, Trottel. Hey, du hast uns da schön geholfen. Das ist Kies, ne? Oder? Sogar Stein? Aha. Das ist schon Kies. So auf die Art halt Kies. Dreck. Irgend sowas. Stein. Bist du zu einem Bruchstein? Ja! Huch, es leckt. Das ist gut. Dann können wir uns nämlich gleich einen Ofen bauen. So. Und natürlich auch bessere Spitzhacken. Wird es jetzt etwas schwer dunkel? Ich brauche dringend mal ein Bett. Echt. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt da 9 Stück haben und nicht zusammenbekommen, ne? 7 erst. 8 Stück würde ich... Boah, es wird echt schwer dunkel. Das gibt's ja nicht. Kann ja nicht immer dunkel sein. Oh, falscher Baum. Jetzt dafür hört es zu regnen auf. Super. Na, du Creeper-Schwein. Da gehe ich lieber meinen Weg. So. Hüpf. So. Na, geh rundherum. Irgendwie schleicht sie gerade schon wieder. Na komm. Ist das jetzt etwa schon wieder ein Matsch oder was? Hä? Was, bin ich jetzt gestorben? Ich verstehe das nicht. Wo bin ich da? Hallo? Ich will am Essen oder was, ne? Oder bin ich irgendwie... Habe ich mich vergiften lassen? Wo bin ich denn jetzt? Da, lol. In irgend so ein Drecksloch. Und immer nachts. Und immer dieser Schlamm. Ach, Menno, ey. Ich bin schlecht, ich weiß. Lauter zu, lauter, sie rennt nicht. Ich weiß nicht, warum sie nicht laufen will. Jetzt. Das ist die falsche Taste, ne? Ich bin andersrum gewohnt. Was tut denn da schon wieder so komisch? Nachdem ich jetzt bei der Leiter verreckt bin, komme ich jetzt überhaupt nach Hause? Also rauf auf unser Häuschen? Baum? Na, bitte nicht zwei Typen. Was würde ich geben? So. Alter. Okay. Ah, das ist ja praktisch. Ho, gut gestorben. Kann man gar nicht anders sagen. Gut gestorben. Ich bin wieder verhungert, ne, eigentlich. Ich habe echt kein Glück mit dem Biom. Aber früher konnte man sich wenigstens Brot backen. Das scheint hier jetzt auch nicht mehr zu gehen. Ich werde wahrscheinlich flott weiterziehen müssen, so wird's ausschauen. Irgendwo... wo es Schweinchen gibt oder so. Wahrscheinlich irgendwo hinter dem Berg da. Ich werde mich hier wahrscheinlich gar nicht lange aufhalten dürfen. So schaut's aus. Ah ja. Warte, ich mach mal den Grabstein kaputt. Das müsste mit dem jetzt gehen. Oder auch nicht. Doch, geht. So. Wir haben Sand. Schön. Wir haben Blumen, wir haben Sand. Schön. So. So.
Steine sind noch da, das ist schön. Aber zu wenig, dass ich mir was Gescheites bauen kann. Ich habe genau um einen Stein zu wenig für den Ofen. Dann hätten wir wenigstens schon Licht. Naja, dann machen wir noch ein paar von denen hier. Vielleicht baue ich mir jetzt ein Schwert. So, ein schönes Steinschwert. Nanu, so wollte ich haben. Kann wieder Tag werden, bitte. Dann bauen wir halt ein bisschen weiter. So, tap, 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 tap. Wenigstens ein Dach hätte ich da noch gerne drauf. So. Da geht es noch ein Stück raus. Sollte. Dann möchte ich hier das so machen. Ich hoffe, das schaut was nach was aus. Warum er das macht, weiß ich nicht. Kann ich nicht erklären. Das ist unlogisch. So, jetzt sollte es aber irgendwie gehen, dass ich so... Oh Gottchen. Ja, wie mache ich das am besten? Achso, ich habe die Leiter, ich depp. War das so? Na, das passt irgendwie nicht, oder? So. Auch mal weg. Dann wieder. Na. Das Hüpfen. So, hoch. Passt. Dann, so normalerweise. Genau. Und jetzt nochmal so. Natürlich. So. Dann hier so schön mit Fenstern und so. Ah, ich glaube, das schaut schon toll aus. Hoffe ich halt. Hey. So. Bauen, bauen, bauen. Na, verkehrt. Ah, nein, was tue ich da? Doof, jetzt okay. Blub, blub. Blub, blub, blub. Die kommen hier hin. Blub, blub, blub. So, na, komm, mach. Bitte? Bauen, du sollst. Ha. Achso, die Leiter, ich bin so doof. Natürlich falle ich runter. Natürlich. Ja. Ruck. Rauf. Rauf. Du sollst bitte hier rauf. Es legt schon wieder wie Sau. Ich keine Ahnung warum. Na, jetzt fällt es wieder runter. Ich habe kein Gefühl. Wenn es leckt, habe ich kein Gefühl. So, mach weg den Dreck. Die eine Leiter ist mir jetzt wurscht. So. So. Bauen, 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 bauen. Wenn ich da jetzt runterfalle, ist wieder dasselbe, ne? Ui. So. Gut. Dann machen wir das so vielleicht. Und so. Flutsch. Und ja, das habe ich super hinbekommen, oder? Läuft. Komm, schau, da ist Erde. Danke. Ich habe keine Ahnung, worum es jetzt wieder leckt. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht ist es jetzt mit dem Shader besser. Warte mal. Mich würde es nicht wundern. So. Ah. Schau, tatsächlich. Schaut mal, es ist mit dem Shader besser. Bitte fragt mich nicht, warum. Es ist halt einfach so.
So. Offensichtlich. Anscheinend. Nein, das wollte ich so nicht. Danke. Und schwupp. Wenn es wieder leckt, dann schalten wir wieder um. Warum? Weil wir es können. Ja. Boah, schöner Sonnenaufgang. Ui. Schön, schön, schön. Dam, da, dam, da, dam. Ba, 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 ba. So. Und ich würde auch gleich gerne... Ach so, das habe ich falsch gebaut. Pfui. Böse Zocki. Das sollte eigentlich... Na, jetzt... So. So und so. La, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Das leckt, es fängt, merkt ihr? Es fängt schon wieder an zu lecken. Lecki, leck, leck. Lecki, leck, leck. Ohne Candy leck. Aha, ja, das müsste passen. Oh Gottchen. Langsam. Jawohl. So. Und dann. Huruk. So und so, der kommt weg. Passt. Und hüpf. Perfekt. Blub. Passt. Wow, das war knapp. So. Jawohl. Und hier drüben nochmal dasselbe in grün. Nein, in schwarz. Wie heißt der Baum? Schwarzeichenholz. So. In Schwarzeiche. So. Statt grün. So, jetzt müssen wir gleich wieder Bäume schlachten. Mir gehen die Stämme aus. Und es leckt wieder. Ja, okay, das kann man auch lassen. Das passt. Na, es leckt wieder. Schäfe, Schäfe, Schweinerei. Das ist halt echt eine Schweinerei, muss ich echt sagen. So, hochklettern. Passt, soweit so gut. Das ist halt echt fies, ne? Jetzt probiere ich es wieder mal einen Shader wegzutun. Und? Ja, leckt nicht mehr. Es kann keiner erklären. Es kann mir niemand erklären, was sich hier abspielt. Ich glaube, ich muss es auch gar nicht wissen. So, dann hier drüben noch. So. Und hier noch. Ein bisschen zumindest. Okay. Boah. Dann würde ich sagen, wie gehen wir denn in den Wald? So. Werde aber... Kiste. Werde dieses Zeug mal hier lassen. Jo, glaube ich schon. Leiter hoffe ich nicht, dass wir brauchen werden. Essen, du Heilige. Ich bin schon wieder fertig. Ich bin schon wieder hungrig, meine ich. Das übersehe ich voll. Ach ja, ich will immer den Ding hier essen. Es ist gar kein Essen. Jam, 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 jam. So. Ich brauche dringend Schwammerl. Ich brauche Fleisch, irgendwas. So. Den Strauch hier wollte ich nur mitnehmen, damit wir vielleicht uns hier einen kleinen Garten oder so anlegen können. Das wäre super. Puh, ich weiß jetzt schon, ich werde wieder sterben, ne? Soll ich was da lassen? Die hier vielleicht? Und gehen wir's an. Gehen wir mal das Schwert. Matsch. Super. Dann würde ich sagen, was haben wir hier verloren? Oder was habe ich hier verloren? Oder ist er nur zum kaputt machen? Nur zum kaputt machen, okay. Dann machen wir ihn doch kaputt. Wobei das hier echt ein toller Punkt ist, für mich vor allem, damit ich weiß, wo unser Haus ist. Na, bist du hin? Hallo? Glaube ich nicht, oder? Nope. Der ist massiv.
Wir sind dann schon so oft gestorben, da ist er gleich massiv geworden. Dann würde ich sagen, was haben wir weg? Da haben wir noch ein Holz. Ich glaube, den können wir schlachten, oder? Oder warte. Den hier vielleicht? Ja, machen wir den. Bist du eigentlich? Na, das Akazien-Ding. Ich brauche so ein Schwarzeichen-Dingens. Bist du eine Schwarzeiche? Ja, du bist eine. Sehr gut. Dreißig Jahre später. So. Da. Ich sollte aber vielleicht auch weiterziehen. Ich meine, wir könnten, wenn wir le genug Lebensmittel haben, eigentlich. Ich weiß was, ich nehme auch ein bisschen Holz mit. Wir haben den Punkt hier sowieso. Wir haben auch. Ich werde auch einen Grabstein stehen lassen, damit ich Bescheid weiß, wo wir hier sind. So, schön weghauen. Und dann mache ich mich einfach mal ein bisschen auf den Weg. In der Hoffnung, dass wir irgendwo was Essbares finden. Vielleicht sogar ein NPC-Dorf. Das würde mich wahnsinnig freuen. Die haben immer was zu essen. Da muss ich hier auch nicht mehr sterben. Ich werde nämlich wieder gleich sterben. Ich merke schon. Ich habe, glaube ich, nichts mehr mit. Ne? Na. Ach Gottchen. Na, mach kaputt. Blub. Blätterhaufen. Ein Salat wäre fein. Irgendwas. Oder noch ein paar Pilze mehr. Blitzer. Na komm. Die Hühnchen wollte ich eigentlich nicht schlachten. Ja, ist es soweit. Wiederbeleben. Ist es soweit. Ach, es ist so kacke. Es ist wirklich ein bisschen kacke. Nam, dam, daram. Bam, bam, bam. Bararararam. Daram, dam, daram. Dararam. Du kannst ja nicht mal eine Angel zusammenschustern, ne? Vielleicht hätte ich doch die Bonustruhe nutzen sollen. So, wo ist eigentlich jetzt mein Grabstein? Da drüben ist einer. Und da drüben ist einer. Der müsste unserer sein. Sumpfi Sumpf. Ich habe wenigstens gehofft gehabt, dass es hier Reis oder irgendwas gibt, ne? Weil Reis wächst ja eigentlich auch im Sumpf, oder? Dass man vielleicht so gekochten Reis hätte machen können, irgend sowas. Gedünstet. Gedünstet Reis wäre mir auch lieb gewesen. Hätte ich auch nichts dagegen gehabt. So. Vielleicht bin ich auch nur die ganze Zeit an einem vorbeigelaufen. Das könnte natürlich auch sein. Die muss ich mal anpflanzen. Herbst wüst mit Pflanzen. So, mal schauen, ob der jetzt kaputt geht. Der rote ist witzigerweise kaputt gegangen. Ja, schaut, der geht ein. Sehr gut. So. Was zu essen finden, ey, im Sumpf. Ja. Hui, was haben wir denn da? Bist du eine Blume? Das ist eine Blume, ne? Fleißiges Lieschen. Ah ja. Und was ist jetzt ihr für komisches Kraut? Grasblock. Und die Pflanze? Matsch. Erde? Nix. Servus, Händel. Ich würde euch gern vermehren hier, aber jo. Ist das da oben dieses komische, wie hieß das, Schweinsohr-Dingens? Ey. Haben wir Erde mit? Nicht ganz, noch nicht. Warte. Schaufel. Mir reicht's jetzt hier. Komm, du Matsch. Du Matschhaufen, du. Ich habe ein Ei. Wir haben ein Ei gefunden. Super. Ein Ei.
Aha. Und schwupp. Und schwupp. Und oben sind wir. Das sind, ist jetzt eine Blume oder Knollenwurz? Kann man dich essen? Dschungel. Rosa Farbstoff. Ja, natürlich. Na, da ist Dschungel. Echt jetzt? Oh, wen haben wir denn da? Au, jetzt brenne ich auch. Aber nicht mehr, ne? Ist vorbei. Gut. Noch einer. Noch viele. Ich dachte echt, das wäre ein Schwammerl oder so, ne? Die eine Pflanze da. Au. Da ist noch einer. Hör auf jetzt. Und der Creeper noch. Ja, sicher. Da ist sicher ein Monster-Dings noch. Komm, wir sterben. Es leckt schon wieder wie Sau. Ich glaube, ich werde einen Shader wieder reintun. Vielleicht muss ich auch nur öfters laden, den Schmarrn hier. Was ist das? Dannensetzling. Aha. Hallo, Hühnchen. Was haben wir da? Bärengarten. Au! Ja. War wieder so klar. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich zum ersten Mal keine Ahnung, wie ich hier auf Dauer überleben soll. In so einem Biom. Beziehungsweise wäre es echt cool, mal bald ein Dorf zu finden. Und es ist wieder Nacht. Es sind nicht mal Schafe hier, ne? Dass ich könnte die irgendwie da verhauen könnte und somit irgendwie da irgendwie ein Bett bauen könnte. Wäre auch schon geholfen. Ist da voll da irgendwo. Da. Verstehst? Da muss es einen Monster-Spawner geben oder so. Da. War. Na toll. Ach Gottchen. Nur Grabsteine, mehr gibt's hier nicht. Ein wirklich interessantes Let's Play. So, ich habe die Nase voll. Ich gehe da jetzt rauf. So. So weit hinten gewesen und nichts erreicht. Ach, wie bitter. Es wäre dann nämlich so cool gewesen, von hier aus, ne, von unserem Baumhäuschen hier aus, quasi per Leiter hier überall hinzukommen, ne? Das wäre so cool gewesen. Ach ja. Ja. Und so, wie geht's euch? Es ist einfach fürchterlich. Da unten ist wieder ein Skelett. Gab's dich, seh dich nicht, du Mistfink? Natürlich sehe ich dich. Tja. Es ist aber auch eine Frechheit, was ich hier so Pech habe, ne? Tja. Ja, was soll's. Ich werde mal so eine Bildsuppe probieren kochen. Also, hier hat man einen gebraucht. Und hier hat man zwei gebraucht, ne? So war das. So. Tada, Bildsuppe. Achso, falsche Taste. So, hier. Und? Bringt sich viel. Gratuliere. Das würde ich aber gern probieren. Ob es so auch geht, aber wahrscheinlich nicht. So. Aha, mit zwei. Lol, aha. Die klassische Variante geht auch noch. Jam. Na, das ist ja schon mal was.
Boah, so eine Pilzsuppe ist echt was Feines. Aber jetzt habe ich leider auch keine Pilze mehr. Obwohl, einmal wird es noch gehen, aber die will ich sparen. So, kann hell werden. Bitte. Jo, wir haben viel zu tun. Ach ja. Lormi tört. Vergeht eigentlich die Zeit, wenn ich so habe? Ich glaube ja. Schau mal, was kann denn ein Lormi-Tört? Habe ich das richtig geschrieben? Ist einfach nur eine andere Art Erde, ne? Oh. Vielleicht kann man ja einen Schlammkuchen draus machen. Jo, ja. Ach ja. Da hinten kann man sich irgendwo Eisen finden oder so, hä? Oder? Auch nicht? Ja, nein, vielleicht. Eher mehr bei dem Berg, der ist höher wahrscheinlich. Ja. Wird's jetzt mal hell? Na pronto, bitte. Hallo? Na gut, ich werde den Part beenden. Ich habe euch heute wieder genug gequält. Und im nächsten Part hoffe ich mal, dass wir nicht mehr so viel sterben müssen und dass wir hier mal vorwärts kommen. Das wäre ganz, ganz schön. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!